Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährung. Heute mit dem Thema, wie erstelle ich mir einfach, kostenlos und vor allem in wenigen Schritten eine Dogecoin-Wallet. Das war ein Wunsch eines Abonnenten, dem komme ich heute nach und ich hoffe, deine Frage ist im Anschluss beantwortet. Ich zeige euch jetzt in wenigen Schritten das Erstellen einer digitalen Geldbörse für Dogecoins. Dafür geht ihr bitte auf www.my.dogechain.info. Ich verlinke die Internetseite auch nochmal gerne in der Beschreibung. Ja, warum habe ich diese Internetseite gewählt? Ganz ehrlich, ich habe mehrere ausprobiert. Ich finde die hier am seriösesten. Sie lässt mich in Ruhe mit Werbung. Sie macht kein großes Hin und Her mit irgendwelchen blöden Gewinnspielen, sondern sie ist wirklich nur für den Zweck gedacht, dass man sich einfach und schnell eine Wallet erstellen kann. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir haben drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, Wallet erstellen. Möglichkeit 2, bestehende Wallet öffnen. Oder eben Paper Wallet öffnen. Was es damit auf sich hat, zeige ich euch mal zum Schluss. Wir wollen ja erst einmal, weil wir noch gar keine Wallet haben, uns eine erstellen. Ja, dazu geben wir eine E-Mail-Adresse ein. Ich denke mir jetzt mal irgendeine aus. Das solltet ihr natürlich nicht tun. Ihr solltet im Idealfall eure E-Mail-Adresse nehmen, die ihr dafür verwenden möchtet. Ihr solltet auch Zugriff darauf haben. Denn soweit ich weiß, wird irgendwann in den nächsten Tagen vielleicht einmal eine E-Mail kommen, wo ihr einfach mal euren Account verifizieren sollt. Das macht schon Sinn. Dementsprechend sollte es schon eine E-Mail sein, auf die ihr zugreifen könnt. Testweise oder um euch es jetzt zu zeigen, nehme ich jetzt einfach mal irgendeine fiktive Seite. Es funktioniert aber trotzdem. Ja, jetzt erstellt ihr euch ein Passwort. Es muss aus 10 Zeichen bestehen oder mindestens 10 Zeichen. Bitte verwendet hierfür Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Ja, nimm gerne auch mal eine Leerzeile rein, Plus, Minus oder ein Apostroph. Wichtig ist, dass es möglichst kompliziert ist, das Passwort, damit Hacker es nicht so einfach haben, daran zu kommen. Darüber hinaus bitte, bitte auf gar keinen Fall für diese Wallet das gleiche Passwort benutzen, das ihr für andere Accounts benutzt, meinetwegen für euren Facebook-Account oder für den E-Mail-Account. Generell solltet ihr möglichst immer verschiedene Passwörter für verschiedene Instrumente benutzen, denn sonst macht ihr es Hacker unglaublich einfach, an eure ganzen Daten zu kommen. Ja, das Passwort wiederhole ich jetzt nochmal. Das macht ihr bitte auch. Und wenn ihr das richtig nachgeschrieben habt, dann wird auch hier der Rahmen grün umrandet sein. Damit haben wir eigentlich schon 95% erledigt. Ihr müsst jetzt noch bitte die letzten 5% machen und das ist nicht nur hier raufklicken, sondern es ist bitte auch noch einmal handschriftlich kurz euer Passwort abschreiben. Denn das Passwort ist neben dem Private Key, den ich euch gleich zeige, so ziemlich das Wichtigste, denn ohne dieses Passwort könnt ihr gar nichts mit eurem Wallet anfangen. Auch my.dogechain.info kann nicht auf euer Wallet zugreifen. Die können euch also nicht diese Passwort-Vergessen-Funktion irgendwie nutzen, um euch irgendwas zuzuschicken. Ihr könnt es also nicht wieder zurücksetzen, das Passwort, das geht einfach nicht. Deshalb umso wichtiger, dass ihr es euch einfach notiert und erst dann auf Create Wallet drückt. Ja, das wird getan, das ist gemacht. Jetzt habt ihr eigentlich euren Account erstellt und dieser Account hat folgenden Benutzernamen. Das ist diese Nummer, die könnt ihr euch als Benutzernamen auch gerne nochmal handschriftlich aufschreiben. Dann habt ihr jetzt also einmal den Benutzernamen aufgeschrieben und einmal euer Passwort, das ihr euch selbst ausgedacht habt. Jetzt öffnen wir mal das Wallet und sehen, ja, so schaut es aus. Also ihr habt eine Übersicht über die bestehenden Dogecoins. Ihr habt eine Adresse. Diese Adresse ist dafür da, um Dogecoins zu empfangen. Und ihr habt verschiedene Funktionen, die ich euch mal kurz zeige. Einmal Transaktion, da würden jetzt alle Sendungen bzw. Empfänge eingetragen sein. Da würdet ihr genau sehen, wann ihr an wen was gesendet habt oder wann ihr von wem was bekommen habt. Wenn ihr das tun wollt, könnt ihr per Send hier oben eure Zieladresse eingeben. Jetzt hat also der Gegenüber, mit dem ihr handeln wollt, auch eine Wallet. Dementsprechend hat er natürlich auch seine ganz eigene Adresse. Und diese Adresse, die er hat, sollte er euch geben. Und ihr tragt die dann hier ein, beziehungsweise kopiert sie hier rein. Ich nehme jetzt mal eine, die ich mir vorhin schon mal zurechtgelegt habe. Und jetzt könntet ihr meinetwegen 1000 Dogecoins versenden. Wenn meine Balance jetzt nicht bei 0 wäre, sondern bei 1000, oder sie müsste bei 1001 sein, um genau zu sein, dann könnte ich das Geld senden, 1001 deshalb, weil Dogecoin.info sich dadurch finanziert, oder Dogechain.info, dass sie eine gewisse Netzwerkgebühr nehmen. Die liegt aktuell bei einem Dogecoin, also verhältnismäßig sehr wenig. Dennoch müsste sie natürlich haben.
Das heißt, ihr würdet dann 1001 besitzen müssen, um 1000 zu versenden. Ja? Gut, wenn das so wäre, dass ihr diese hättet, dann würde hier das Ganze nicht mehr ja, grau sein oder blass, sondern dunkelblau. Und ihr müsstet nur noch auf Senden drücken. Gleiches Spielchen beim Empfang. Da gebt ihr, wie gesagt, nur die Adresse ein, könnt sie hier abkopieren und dann eben weiterleiten per Mail oder sonst wo. Keine Sorge, diese Adresse kann ruhig jeder haben. Man kann nämlich mit dieser Adresse nur Geld draufschicken. Niemand kann sich wie beim Lastschriftverfahren irgendwie Geld zusenden, indem er eure Daten hat. Das geht nicht. Um Gelder zu senden, bräuchte er nicht nur die Adresse, sondern er bräuchte auch euer Passwort bzw. eure Private Key. Und die kriegt er natürlich nicht. Demnach kann diese Adresse ruhig mit guten Gewissens weitergegeben werden. Ist vielleicht vergleichbar mit eurer Kontonummer bei der Bank. Wenn ihr mal Geld überweist oder eine Überweisung angebt irgendwo, dann sieht ja auch der Gegenüber eure Kontonummer, kann trotzdem nicht euer Geld abbuchen. Ja? Okay, gut, jetzt habe ich euch vorhin erzählt, auf der Startseite stand was mit Paper Wallet. Ja? Jetzt zeige ich euch mal so eine Paper Wallet. Das ist nichts anderes, als die digitale Geldbörse nochmal für euch vorbereitet, als Druck. Wenn ihr keine Lust habt, euch das abzuschreiben, könnt ihr das Ganze auch einmal ausdrucken. Das könnt ihr euch in die Brieftasche tun. Oder mein Tipp wäre noch besser, in den Safe tun. Denn neben der Adresse, die ja jeder sehen darf, was wir gerade festgestellt haben, ist das hier das Wichtigste von eurer Wallet. Das hier unter ist der sogenannte Private Key. Dieser Private Key ist natürlich auch numerisch einfach so erstellt worden. Allerdings erkennt ihr den daran, dass der immer mit einer 6 oder einem Q beginnt. Und dieser Code ist alles entscheidend, um eure Wallet im Fall der Fälle immer öffnen zu können. Deshalb druckt das euch aus, versiegelt es meinetwegen, aber packt es auf jeden Fall in ein Safe oder in, unter irgendeine Matratze, wo kein Mensch ja nie jemals nachschauen wird, weil ihr ohne diese Private Key nie wieder an euren Dogecoin rankommen könnt. Man kann sie ausdrucken oder man kann sie dafür nutzen, um sie selber einzuscannen mit einem QR-Code-Scanner. Da gibt es verschiedene Apps für. Ja, ich würde euch empfehlen, das Ding einfach ja, am besten einen Safe zu tun oder eben gar nicht auszudrucken, sondern euch das auch handschriftlich abzuschreiben. Das ist immer die sicherste Variante. Ja, das ist also diese Paper Wallet. Ansonsten, glaube ich, haben wir soweit alles besprochen. Ja, wenn ihr Fragen habt, lasst es mich gerne wissen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei den ersten Transaktionen. Schreibt mir ruhig mal rein, wie eure Erfahrungen sind. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, um hier mal so die Sprache zu ändern, von Englisch auf Deutsch. Das wäre noch ganz cool. Wenn ihr da eine Möglichkeit seht oder irgendwie in den Einstellungen was findet, lasst es mich gerne wissen und schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch einen geilen Abend, wie immer. Und bis bald. Ciao.